Hier ist Flips und das sind unsere Themen. Marvel, Lucasfilm und Sony. Absage für größtes Event des Jahres. Kraven wird brutaler als Venom. Flop-Rechtfertigung. Flash ist absichtlich schlecht. Spider-Verse sorgt für Burnout. Warner verkauft seine Serien. Stress um Secret Invasion. Und was macht Nintendo mit Mario? Flips wäre unmöglich ohne unsere Guardians. Silverhand, Kinero, Siu, Hello Goodbye, Chaosprinzessin, Oliver, Black Shadow, Daniel Schuh, DeConny, der Dwarslöper, Hey Aaron, Ignomi 1, JFK Faker, Kinocheck.de, Luca Kamens, MJ85, Mario Reinecker, Ronson 182, Stage Guy, Swafnirson, T-UnitCB, Tony Bart und Black Hand Touch. Und einen riesigen Dank an unsere Spotlighter. Durch euch und die ganze Community wird Flips überhaupt erst möglich gemacht. Willkommen zur 334. Folge der Flips News und ein Gruß an alle Stammzuschauer und alle, die heute das allererste Mal dabei sind, um News, Analysen und Einordnung zu Filmen, Serien und Games zu bekommen. Überlegt euch jetzt, Flips zu abonnieren, am besten mit Glocke, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Los geht's wieder mit dem Blick ins Kino und der bringt diese Woche wenig Veränderung. Freudigerweise ist bei uns Spider-Man Across the Spider-Verse weiterhin auf der 1, gefolgt von Flash und Ariel. Die Transformers und Fast X folgen auf Platz 4 und 5. In den USA sieht es etwas anders aus. Da konnte The Flash und Elemental auf Platz 1 und 2 Spider-Man auf den dritten Platz verbannen. Für DC und Pixar ist das aber dennoch kein Grund zu jubeln. Denn auch innerhalb der USA performt Spider-Man insgesamt deutlich besser als seine ganze Konkurrenz. Er lässt souverän The Flash, Elemental, Ariel, Fast X und sogar die Guardians hinter sich, wenn wir auf den Gesamtverlauf gucken. Und gerade The Flash muss mittlerweile wohl auch als handfester Flop angesehen werden mit weltweiten Einnahmen von 145 Millionen nach 2 Wochen. Ein Desaster, das für James Gunn wohl nur deswegen keine Folgen haben wird, weil es zu den Altlasten der alten Warner-Führungsriege gehört, die er tapfer unter seine Fittiche genommen hat. Und wenn Blue Beetle und dann Aquaman 2 auch noch crashen und verbrennen, wird der Erwartungsdruck für seinen eigenen DC-Neustart Superman nur noch höher. Und die Frage ist, ob dem Publikum dann dieser Neustart auch ausreichend bewusst ist, wenn es alleine in diesem Jahr mit 4 DC-Filmen zugespammt wurde. Aquaman war ja bisher der weltweit erfolgreichste Film des DCU, weit vor den Snyder-Filmen, The Batman und auch ganz eigenem Squad. Vielleicht auch der Grund, warum er der letzte Film ist, der vor dem Neustart anläuft. Begann heißt es da wohl insgesamt Augen zu und durch und aufs Beste hoffen, dass Flash-Regisseur Andy Muschietti jetzt aber in Interviews behauptete, die ganzen schlechten Effekte des Flash-Films wären ja eigentlich Absicht, weil wir sie aus Flash-Sicht sehen und die Welt deswegen etwas irreal aussehe, hilft da sicherlich nicht weiter. Stimmt garantiert, Leute, das Essen sollte so versalzen sein, ich hab das mit Absicht gemacht. Einziger Trost für Warner, Pixars Elemental traf es sogar noch härter. Er brachte es sogar nur auf 63 Millionen, was verheerend ist und zeigt, wie sehr Pixar durch die Virenjahre gecrashed ist. Die Unglaublichen 2 und Toy Story 4 liefen davor grandios und selbst der ungewöhnliche Einzelfilm Coco performte deutlich besser als alles, was die letzten Jahre kam. Elemental läuft sogar noch mieser als The Good Dinosaur, der bisher als der schlechtest performende Pixar-Film galt und bezeichnenderweise denselben Regisseur wie Elemental hatte, Peter Son, der jetzt 2 Flops zu verantworten hat, was auch bitter ist. Hoffen wir mal, dass Disney ihn nicht genauso feuert wie den Regisseur von Lightyear, dem Letztjahresflops von Pixar. Ansonsten kann Son sich ja vielleicht bei Sony bewerben. Er hatte ja ausgerechnet bei der Konkurrenz in Across the Spider-Verse eine kleine Rolle. Er spricht dort Miles' Zimmergenossen Genki. Große Hoffnung, dass Elemental sich noch erholt, ist am derzeit vollgepockten Box-Office nicht. Denn nächsten Donnerstag startet ja schon Indiana Jones und das Rad des Schicksals, das Finale der Indie-Saga, das allerdings ebenfalls nur sehr gemischte Kritiken bekam und der mich jetzt auch nicht so richtig begeistern konnte. Mehr dazu gibt es dann aber nächste Woche ausführlich oder vorher schon auf Letterboxd, wenn ihr mir da ein Follow dalasst. Link ist wie immer in der Beschreibung. Was bleibt? Hoffen wir mal, dass der nächste Pixar-Film Elio wieder besser wird und läuft. Was habt ihr im Kino eigentlich zuletzt gesehen und wie gefiel es euch? Seht es uns in den Kommentaren. Und wenn wir gerade nochmal beim Spider-Verse waren, da zeigte sich diese Woche leider auch wieder die dunkle Seite des Filmbiz. Denn wie Vulture diese Woche berichtet, waren die Arbeitsbedingungen am Film wohl alles andere als amazing. Der extrem hohe Detailgrad und die konstante
Stunden neuen Ideen, die einflossen, führten zu Dauercrunch, also Überstunden und Stress, der angeblich sogar dazu führte, dass ca. 100 der Mitarbeiter einfach vorzeitig hinwarfen. Diesen Film mit seinem spezifischen Look in nur 3 Jahren fertigzustellen, hätte viele an den Rand ihrer Kräfte geführt, was Walchers Quellen, die anonym mit ihnen sprachen, auch dem Management von Phil Lord von Lord & Miller vorwerfen. Er sei nicht in der Lage, Dinge während der Planungsphase zu entscheiden und würde Änderungen meist dann verlangen, wenn eine Szene schon fertig animiert und gerendert wurde, was jedem Kreativen, der je für einen Kunden arbeitete, wohl bekannt vorkommen dürfte. Die wenigsten Menschen sind in der Lage, abstrakt zu denken und etwas zu beurteilen, ehe sie es nicht fertig sehen, was für die Kreativen extrem frustrierend ist. Diese Art, den Film zu machen, hätte auch zu Verschiebungen um über ein Jahr geführt, denn eigentlich sollte er ja schon im April 2022 starten. Lords Zeitmanagement wäre sehr schwierig, was dazu führte, dass Animatoren einerseits Wochen, manchmal monatelang nur rumsäßen, während Dinge entschieden und geplant würden, um danach für 7 Tage die Woche jeweils 11 Stunden zu arbeiten. Es ist umso schwieriger, weil Lord und Miller ja eigentlich nur die Produzenten und Autoren sind. Die eigentlichen Regisseure sind Joaquim Dos Santos, Justin J. Thompson und Camp Powers. Sony und Produzentin Amy Pascal wiesen die Kritik jedoch zurück auf Nachfrage, ja, es habe große Fluktuationen bei den Artists gegeben, was bei einem Projekt mit über 1000 Leuten aber normal sei. Und natürlich habe es viele kreative Überarbeitungen gegeben, die aber nicht spezifisch Lords Management zuzuschreiben wären. Es sei gerade bei animierten Filmen üblich, so lange dran zu arbeiten, bis alles stimmt. Daran müsse man sich gewöhnen. Lord habe auch oft nur das weitergegeben, was das Regietrio entschieden habe und sei deswegen wohl auch das Ziel der Kritik. Den Mitarbeitern, die jetzt die Kritik daran äußern, könne sie nur sagen, ja, willkommen beim Filmemachen. Und Sonys Vizepräsidentin Michelle Grady betonte, die überwiegende Mehrzahl der Mitarbeitenden würde die Kritik nicht teilen und hätte die Arbeit am Film als extrem befriedigend empfunden. Da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Was zum Teil sicherlich stimmt in der Branche, auch Pixar hat ja einige Filme komplett neu angefangen, als sie gemerkt haben, dass es nicht funktioniert. Aber einer der Animatoren von Across the Spider-Verse, die anonym mit Vulture sprachen, bleibt bei seinen Vorwürfen. Lord und Miller, sagt er, sind kreative Chaoten, die zu wenig Rücksicht auf die Crew nehmen. Sie würden bis zur letzten Sekunde noch neue Ideen einbauen. Der Animator bezweifle sehr, dass Teil 3 der Spider-Verse-Saga wirklich schon im nächsten Jahr rauskommen würde. Alle glauben, ah, die haben bestimmt gleichzeitig daran gearbeitet, aber das würde nicht stimmen. Die Animatoren hätten jetzt schon 70 Stunden Wochen gearbeitet und wären konstant am Limit, auch eben weil das Projekt so cool ist und sie ihre Shots auch im Film haben wollten. Mitarbeiter, die schon früher bei Lord & Miller Film dabei waren, bestätigen es, die beiden sind wohl regelmäßig dabei, heftig Dinge zu verändern, selbst wenn der Film schon fast fertig ist. Zugegeben, das Ergebnis sind dann auch grandiose Filme wie Mitchells vs. the Machines, der Lego-Film oder eben die Spider-Verse-Filme, aber der Preis dafür ist hoch und wir müssen uns mal wieder fragen, ob Meisterwerke diesen Preis wert sind. Die Illumination Studios haben einen besseren Ruf, was Arbeitsbedingungen angeht, aber dann hätten wir halt nur noch Filme wie Minions und Mario. Es bleibt schwierig. Was denkt ihr? Braucht es kreatives Chaos und Crunch, um Meisterwerke zu erschaffen, wie wir es von so vielen Filmen und Game-Klassikern hören? Oder ist das vielleicht doch einfach nur schlechtes Management und man könnte das auch ohne Crunch hinbekommen? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Und da wir gerade wieder im Superhelden-Rausch und bei Sony-Filmen waren, letzte Woche erschien auch der Trailer zu Kraven the Hunter. Der spielt ja auch im kommenden 2. Spider-Man-Game eine größere Rolle als Gegner, aber im Kino bekommt er eine Hauptrolle. Aaron Taylor Johnson, der ja mal als Comic-Parodie in Kick-Ass anfing, will seine Loser-Origins offenbar dringend hinter sich lassen und spielt seitdem nur noch derb harte Dudes. Auch als Kraven macht er keine Gefangenen und Überraschung, der Trailer des legendären Jägers aus kriminellen Verhältnissen ist ziemlich splatterig und hart. Statt wie im Comic seine Super-Stärke und Tierkräfte durch eine Kräutermischung zu erlangen, bekommt er sie im Film aber wohl durch eine ungewollte Löwenbluttransfusion. Denn als Kind zwingt ihn sein krimineller Daddy, aka Russell Crowe, zur Jagd, wo ihm prompt ein Löwe platt macht. Worauf sein Vater ihn als zu schwach verstößt und danach wird dann sowas wie ein Manimal. Die Älteren erinnern sich noch an die trashige TV-Serie. Laut der Ankündigung von der CinemaCon soll Kraven ein hartes R-Rating bekommen, also hierzulande mindestens eine FSK 16, was schon ein bisschen weird ist, wenn wir sehen, dass die Venom-Filme, die von der Vorlage eigentlich deutlich derber und blutiger sind als brave PG-13-Kiddie-Filme released wurden.
interessante Entscheidung, die Sony vielleicht wagt, weil die Figur Kraven lange nicht so populär ist wie Venom, auch wenn sie ihn vom Bösewicht wohl eindeutig zum Anti-Helden umstylen. Und sind die ganzen Spinnen im Trailer mehr als ein Easter Egg und Hinweis auf Spider-Man? Anfang Oktober wissen wir dann mehr und auch, ob Sony abseits von Spidey und Animation wirklich gute Marvel-Filme drehen kann. Apropos, wer uns auf Instagram folgt, der wusste einiges davon natürlich schon, denn auf Instagram.com/FlipsNews bekommst du immer tagesaktuelle Nachrichten und Trailer-Tipps. Da hatten wir uns Kraven Hunter schon am Montag vorgenommen und auch Super Mario Bros. Wonder am Mittwoch vorgestellt. Auf Insta gibt's die News dank unserer Unterstützung Phil eben noch ein bisschen schneller. Abonniert uns am besten jetzt gleich unter dem Handle FlipsNews und jetzt seid gespannt auf mehr News zu Serien. Seit dieser Woche läuft Marvel's Secret Invasion, was ja als große Hoffnung für Phase 5 galt. Viele erhofften sich, sie wäre die erwachsene, smarte Serie, die das Niveau wieder anheben könnte. Quasi das Andor des MCU. Nach ersten Kritiken erfüllt sich diese Hoffnung allerdings nicht. Wir haben ja schon die ersten zwei Folgen gesehen und fanden es auch nur okay, aber nicht umwerfend, wenn Nick Fury sich wieder einmal mit verbitterten Gegnern rumschlagen muss, deren Ärger die Mächtigen selbst verursacht haben. Wie schon bei Falcon in the Winter Soldier, Black Panther 1 und 2 und Miss Marvel sind die bösen Terroristen eigentlich nur enttäuschte Minderheiten, denen selbst Unrecht angetan wurde und die sich jetzt rächen. Etwas anstrengend, dass Marvel immer wieder diese Storyline erzählt, vor allem weil sie damit auch den Kampf echter Minderheiten unterminieren. Bei Secret Invasion sind es die Skrull, was zumindest etwas Abwechslung bringt, weil sie als Formwandler jede Person imitieren können. Ein endgültiges Fazit zur Show lohnt sich allerdings erst, wenn wir alle 6 Folgen kennen. Aber für etwas Irritation sorgte diese Woche die News, dass der Vorspann der Serie mittels AI-generierter Bilder erstellt wurde. Was angesichts des andauernden Streiks, in dem es wesentlich auch um die Einschränkung von AI-Technik geht, als kleiner Affront aufgefasst wurde und als Beweis dafür, dass Studios echte Künstler durch die neue Technik ersetzen würden. Schnell beeilte sich Method Studios, die den Vorspann erstellt haben, zu beschwichtigen, es wären für diese Arbeit garantiert keine Künstler ersetzt und AI wäre nur als Werkzeug eingesetzt worden. Das mag sein, aber es ermutigt wenig, dass zumindest der Regisseur keine Ahnung davon hat und im Interview davon redet, man habe nur ein paar Worte eingeben müssen und dann würden die Bilder entstehen. Gerechtfertigt wird der Einsatz aber auch dadurch, dass es in der Serie ja um Täuschung und Nachahmung ginge und die AI würde ja echte Künstler nachahmen. Okay, nice try, aber die Ausrede können sie wohl auch nur einmal verwenden. Und ob das überhaupt so gut gelingt? Ehrlich gesagt, ich finde dieser AI-Style altert fast noch schneller als die ersten 3D-Animationen der 90er Jahre. Ihr erinnert euch, Wetten, das Logo? Und derzeit ist ohnehin der unpassendste Zeitpunkt, einen solchen Vorspann rauszuhauen, ist ja doch nur Wasser auf die Mühlen der Streikenden. Aber dazu gleich noch mehr. Wie fandet ihr die erste Folge von Secret Invasion? Sagt es uns. Tales from the Streaming Wars. Der Kahlschlag geht weiter. Überall wird gespart. Warner Discovery verkauft derzeit schon seine Musikrechte für viele Soundtracks und hofft dadurch $500 Millionen in die Kassen zu spülen, um das massive Minus auszugleichen, das durch den Zusammenschluss der Konzerne entstand. Außerdem wollen sie erstmals eigene HBO-Serien an Konkurrenten wie Netflix lizenzieren. Bisher ein absolutes No-Go. Aber alles, was Geld einbringt, steht jetzt auf dem Plan. Was die Gerüchte befeuert, Warner-Oberboss David Zaslavs wahre Mission ist es auch, die Film- und Seriensparte lukrativ zu sparen, um sie dann in 2 Jahren wieder zu verkaufen. Aber das ist nicht alles. Nachdem Warner und Disney schon entdeckt haben, dass sie sehr kurzfristig massive Steuerabschreibungen realisieren können, wenn sie schon fertige Filme und Serien einfach depublizieren, also von ihren Plattformen nehmen oder gar nicht erst rausbringen, folgen ihnen weitere Studios. Diese Woche wurde klar, dass auch Paramount Plus dem Beispiel folgt und zum Schock seiner Macher Serien wie die sehr cute animierte Star Trek Serie Prodigy runternimmt. Dazu Shows wie Queen of the Universe und Kree's Rise of the Pink Ladies. Alle Shows mit soliden bis sehr guten Bewertungen bei Kritik und Publikum. Besonderes Entsetzen löste das bei Kree's Rise of the Pink Ladies, ein Prequel zum Erfolgsmusical Kree's, aus. Die Serie war erst am 6. April gestartet worden und am 1. Juni lief die letzte Folge. Das heißt, die Serie wurde nach nur 3 Wochen abgesetzt, ohne die Chance zu haben, ihr Publikum zu finden. Was angesichts der harten Konkurrenz immer irrwitziger wird, wenn Studios erwarten, dass Serien wie Kinofilme sofort zum Start komplett gebinged werden. Viele Serien haben Monate gebraucht, um durch Mundpropaganda zum Erfolg zu werden, manche noch länger. Heute gibt man Shows gerade mal 3 Wochen, was gleichzeitig die Zuschauer noch zögerlicher macht, überhaupt mit einer Show anzufangen, aus Angst, dass die Serie sofort abgesetzt wird und man wieder
wieder mit offenem Ende dasitzt. Viele Zuschauer denken sich mittlerweile, ach, ich warte mal, bis es ein paar Staffeln gibt, dann lohnt es sich wenigstens. Ein Teufelskreis, zumal die ganzen exklusiven Streaming-Shows meist komplett verschwinden und auch kein zweites Leben auf Blu-ray-DVD mehr erleben können. Kein Wunder, wenn einige Zuschauer dann auf illegale Kopien setzen. Selbst für einige Macher die letzte Chance, ihre Projekte überhaupt zu sehen, denn sie bekommen selbst oft auch keine physische Kopie mehr bereitgestellt. Zum Thema Raubkopien lohnt sich übrigens der Blick in unser Spotlight vom Freitag, das ist hier oben verlinkt. Da haben wir die provokante Frage gestellt, ist das Notwehr oder kriminell? Und wie kam es überhaupt so weit? Schau dir das direkt im Anschluss an. Und wenn du dich für DVDs, Blu-rays und Deluxe-Editionen interessierst und was die schöne neue Streaming-Welt für Sammler bedeutet, dann solltest du dir unbedingt unseren Podcast zum Aufstieg und Niedergang der Kaufmedien anhören. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Und die ersten 15 Minuten sind frei für alle. Und übrigens sind nicht nur Kaufmedien in Gefahr, auch Flips struggle finanziell. Deshalb eine ganz wichtige Bitte. Überleg dir doch ein Flips-Abo auf Patreon abzuschließen. Damit unterstützt du nicht nur, was wir hier auf YouTube machen, sondern bekommst auch exklusiven Content wie eben den Flips Podcast und kannst sogar über zukünftige Themen abstimmen. Hilf Flips und support your local YouTuber. Comic-Con-Fans müssen sehr stark sein, denn unser Streik-Update der Woche macht auch vor dem Nerd-Event des Jahres nicht halt. Mittlerweile gehen wir in die 9. Woche des Streiks der WGA, der Gewerkschaft aller Schreibenden in Hollywood, und es ist kein Ende in Sicht. Beim letzten Streik 2007 dauerte es 100 Tage, bis sich geeinigt wurde, und 1988 sogar 253 Tage. Also ja, das kann noch eine Weile gehen, denn derzeit verhandeln die Studios nicht mal mit der WGA, und gleichzeitig nähert sich die Verhandlungsfrist mit der Gewerkschaft der Schauspielenden SAG AFTRA ihrem Ende. Es könnte also sein, dass nächste Woche Freitag auch dort gestreikt wird und dann ginge wirklich gar nichts mehr in Hollywood, auch wenn es mit der Directors Guild, der Gewerkschaft der Regieführenden, ja jetzt eine Einigung und einen neuen Vertrag gab, der mit großer Mehrheit angenommen wurde. Die Studios fahren weiterhin eine harte Linie gegenüber WGA und SAG AFTRA. Sie bestehen darauf, dass die Zugeständnisse, die sie gegenüber den Regieführenden gemacht haben, das Maximum sind, was die anderen Gewerkschaften fordern können. Für die Industrie als Ganzes bedeutet das weiter Stillstand und Absagen. Diese Woche wurde klar, auch die Comic-Con ab 19. Juli wird deutlich abgespeckt antreten. Klar, die Comic-Aussteller sind weiterhin vertreten, doch die Fans wurden die letzten Jahre ja hauptsächlich durch die großen Panels und Präsentationen der Hollywood-Studios geködert. Damit brauchen wir nicht rechnen. Marvel hat seine große Hall-H-Veranstaltung abgesagt, angesichts verschobener Filme, Serien und der Perspektive, dass dort weder die Schauspielerinnen noch die Macher auftreten dürften wegen des Streiks. Und auch ansonsten wenig Definitives angekündigt werden kann wegen der internen Probleme mit Jonathan Mayers. Und Marvel sind vielleicht die wichtigsten, aber nicht die einzigen, die abgesagt haben. Auch Universal Pictures, Lucasfilm, Sony Pictures und Netflix sparen sich dieses Jahr die Comic-Con. Ein herber Schlag für die Veranstaltung, die gerade dabei war, sich von der Pandemie zu erholen, die 2020 und 2021 zur Absage zwang. Wir haben ja in der Gaming-Show E3 gesehen, wie schnell sowas auch zum völligen Ausführen kann, wenn die zugkräftigsten Teilnehmer abspringen. Für die Fans heißt es, es wird kein mega Wochenende geben, das neues Material zu Ahsoka, The Marvels, Craven The Hunter oder Stranger Things bringt. Wobei Netflix da noch am besten rauskommt, haben sie doch gerade ihr großes Tadam-Event gehabt, auf dem sie die Adaption von One Piece und Avatar als Live-Action-Series vorstellten und erste Bilder zur Verfilmung der legendären chinesischen Three-Body-Problem-Reihe, die auch sehr spannend aussah. Und eine kleine Hoffnung bliebe laut Deadline. Wenn sich die Streikdifferenzen vor der Comic-Con lösen ließen, gäbe es eine Chance, dass die Studios Last-Minute-Appearances einschieben. Falls nicht, werdet ihr traurig darüber? Schreibt es uns. Nintendo beglückte seine Fans letzte Woche dann auch mal wieder mit einer gemischten Direct, nachdem alle anderen ihre Showcases ja schon gemacht hatten kurz vorher. Dabei waren einige Überraschungen, also richtige Games, jetzt nicht nur die DLCs für Splatoon und Pokémon oder die nächste Mario Kart Welle anstrecken. Nachdem es lange ruhig war, darf Detective Pikachu in Returns wieder einen Fall lösen. Und das wohl schon ab Oktober. Die Grafik sieht aber ein bisschen wieder aus nach Handygame, aber das wird dem Spaß hoffentlich keinen Abbruch tun. Außerdem wurden Remaster angekündigt. Das Super Mario RPG bekommt einen komplett neuen Look, ist also eher ein sehr hübsches Remake. Und Bruder Luigi bekommt eine Umsetzung von Luigi's Mansion Dark Moon. Das 3DS-Game gibt's dann auch für die Switch. Außerdem soll ein zweites Princess Peach-Game erscheinen. Das zweite seit Bestehen von ganz Nintendo. Wow, Frauenpower. Und das am sehnlichsten erwartete Game dürfte wohl Super Mario Bros. Wonder sein, das in Ermangelung eines Odyssey-Nachfolgers wieder 2D-Spielspaß verspricht. Größte Neuerung ist,
ist wohl der aufwendigere grafische Look mit rollerskatenden Koopas und sprechenden Blumen sowie Environmental Gags wie verschiebbaren Röhren. Der Look ist wirklich sehr hübsch und plastisch, fast etwas Stop-Motion-mäßig. Und ja, Mario hat an einigen Stellen wohl neue Formen, wie als Stachel-Koopa-Ball oder als Elefant, was etwas Abwechslung ins ansonsten eher klassische Gameplay bringen dürfte. Türö, ja, woran erinnert mich das Ganze nur? Auch das gibt's schon im Oktober. Nintendo strengt sich also an, die Mario-Marke jetzt deutlicher zu stärken, passend zum Erfolg des Films. Dazu kommen noch ein DLC für Mario und Rabbids sowie jede Menge Nicht-Mario-Sachen wie Pikmin 4 und die Batman Arkham Collections inklusive aller DLCs, die es damals gab. Da sind wir dann mal sehr gespannt, wie die Games auf der Switch laufen, beziehungsweise ob sie echt laufen oder nur als Streaming-Gaming umgesetzt werden. Mein Favorit bleibt aber erstmal Wonder und dann die Hoffnung, dass vielleicht doch nochmal demnächst ein 3D-Mario-Game kommt, dass das einlöst, was Bowser's Fury nur versprochen hat. Was ist euer Favorit von der Direct? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Auf ein Wonder hoffen wir hier auch, denn eure Super Flipsy Bros gibt es nur dank unseren Favoriten hier, nämlich alle, die ein Flips-Abo auf Patreon abgeschlossen haben. Ohne euch gäbe es keine Flips-News, keine Spotlights oder Podcasts. Und deshalb danke, danke, danke an unsere Unterstützer. Die Timelords, Patroni, Padawans und natürlich die Spotlighter und Guardians. Und wenn du jetzt auch über ein Flips-Patreon-Abo nachdenkst, wir geben dir sogar was zurück. Nämlich unseren exklusiven Podcast und Shirts und Motivtassen. Schau dich auf unserer Patreon-Seite um für alle Rewards. Und natürlich hilft uns auch ein Trinkgeld per PayPal für alle, die kein Abo abschließen wollen oder können. Und über den YouTube-Thanks-Button geht das Ganze natürlich auch besonders bequem. Jeder Euro hilft. Danke euch fürs Schauen, fürs Kommentieren und die ganze tolle Community. Helft gerne mit Flips noch ein bisschen bekannter zu machen. Empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Freitag, da sehen wir uns wieder. Läuft. Läuft. Verspätet.